So Leute, weiter geht's mit Dead Space. So, wir müssen hier die Batterie da einfügen, damit hier wohl die Tür aufgeht. Stimmt das? Ist immer noch verschlossen. Muss ich hier noch was drücken? Ja, das funktioniert. Ah, es geht der Aufzug. Aufzüge sind zwar nicht schön, aber das will man machen. Okay. Ich nehme an, ich muss da einfach rüber. Was ist das? Naja, wenn du dich nicht bewegst, dann Pech für dich. Gut. Ah, ich will gleich mal was gucken. Also 3 ist das Sturmgewehr. Und was ist da? Das ist 4. Oh, Alter, ist das ein Brettscher. Das ist ja richtig fett, ey. Ich werde dann später auch mal das Sturmgewehr ein bisschen benutzen, weil ich kann ja nicht immer den Plasma-Cutter benutzen, obwohl ich andere Waffen habe, ist ja blöd. Irgendwie. Du Arsch! Habe ich das jetzt aufgehoben? Nee. Doch. Habe ich. Gut, dann nehmen wir das auch noch auf. Was ist das? Röntgenbilder? Ui, sieht ja schlimm aus. Ich bin kein Arzt, aber sieht nicht allzu schön aus, ne? Gut, was haben wir hier? Stase oder Stase oder was auch immer. Jetzt muss ich hier das rüberziehen. Ja, ist ganz cool, dass sie so kleine Rätsel gemacht haben, auch wenn sie nicht ordentlich schwer sind. So, was haben wir hier? Ah, das kann ich unterbrechen wieder mit einem Schlag. Dann save ich zuerst. In dem Spiel muss man einfach so viel saven, wie man kann. Okay. Weg damit. Hallo? Okay. Boah, was steht denn hier alles? The marker will save us. Wenn ich es richtig lesen kann. Was ist das? Put it back. Put back when it was be. Oh, das letzte Wort kann ich nicht entziffern. Belong? Belongs. Oder so. Belong us wahrscheinlich. Naja. Boah, gar nicht schön. Ende des Vakuums. Vakuum. Ich habe keine Ahnung, wie das mit der Luft funktioniert. Also macht er schon mal darauf gefasst, dass ich hier sterbe. Einen Vakuum haben Sie nur einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Verwenden Sie Luftkanister und Luftstationen, um Ihre Okay. Wie lange habe ich denn? Oh, nur 60 Sekunden. Ei, 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 gar nicht schön, gar nicht schön. Okay, ich sollte mich nicht allzu lange hier aufhalten. Auf der Ishimura kann man die Schwerkraft lokal steuern. Ihre Schwerkraftstiefel werden einspringen, wenn Sie einen schwerelosen Bereich betreten. Okay. Schwerlosigkeit also. Das erinnert mich irgendwie an den Todesstern, so ein bisschen. Die Laserkanone von da. Explosive Tanks da, die rumfliegen.
Oder näher umliegen, besser gesagt. Da haben wir eine Batterie. Oh nee. Ich sehe das schon kommen. Ich muss da die Batterie holen und dann da einsetzen. Also. Na gut. Augen zu und durch. Ihr Munitionszähler blinkt rot, wenn sie nicht auf eine Oberfläche springen können. Sprung ist. Rechtsklick. Und dann. Alles klar, das heißt. Aber ich weiß nicht, ob ich die jetzt berühren darf. Ich werde die einfach mal abknallen, komm. Oh, da war schlecht. So. So. Und nachladen. Na egal, ich gehe einfach mal rüber. Das geht nicht. Ah, das geht doch. Juhu! Ist ja geil. Kann ich jetzt hier. Ich muss da hin. Juhu! Und jetzt? Was? Ja, verarsch mich doch. Juhu! Okay. Jetzt nehme ich mir hier mal die Batterie. Setze die hier ein. Jetzt müsste ich die Tür hier öffnen können und das geht auch. Ende der Schwerelosigkeit. Okay. Sagen wir hier. Was ist das? Stahlmunition. Gut, Sie haben ein Schockpad. Benutzen Sie das jetzt zusammen mit dem Thermit, um die Barrikade hochzujagen. Scheiße. Ich kann auch mehr kaum hören. Durch die Luftschächte. Seien Sie vorsichtig, Isaac. Okay. Luftschächte sind auch irgendwie typisch Horror. Eintritt Schwerelosigkeit. Ah, ich wusste auch, was ich da gesehen habe. Weg mit dir, du Vieh. Ah, es ist die Batterie weg. Jetzt muss ich mir die Batterie von da holen. Kann ich die jetzt... Wow. Nein! Das war nicht geplant. Oh, das will ich doch gar nicht. Egal. Muss ich denn ran an die Wand da? Zack. Und jetzt. Da flippe ich locker mal die Orientierung. Das wäre auch mal eine coole Herausforderung für einen Online-Shooter. Es gibt ja so einen Shooter, allerdings ist der, glaube ich, nicht allzu bekannt. Indem man quasi nonstop so rumspringt und sich dann gegenseitig so abknallt. So, jetzt nehmen wir hier mal die Battery. Okay. Muss ich hier nicht die Batterie irgendwie einfügen? Ich hatte das jetzt so in Erinnerung. Na egal. Habe ich wohl nicht aufgepasst. Oder irgendwie das Schild da mit dem Batterie einsetzen Zeugs Schacht da verwechselt. Naja. So, 65 Sekunden. Oh, oh. Das ist aber cool gemacht. Dass man quasi im Vakuum das Geräusch nur so gedämpft hört. Oh, da kann aber richtig fiese Passage noch kommen. Gefällt mir nicht. Ende des Vakuums. Weg mit dir! Oh oh. Also das ist wirklich übertrieben, wenn man hier nicht gezielt auf die Gliedmaßen schießt, dann halten die richtig viel aus. Das finde ich sehr cool gemacht eigentlich, dass man da ein bisschen gucken muss, wohin schießen. Ich muss mich auf jeden Fall heilen.
So, dann muss ich wieder zurück. So, was sagt die Zeit? Muss ich kurz gucken. Aber ich glaube, der Part müsste eigentlich gleich zu Ende sein hier. Schauen wir nochmal. Ja, ungefähr. Ja gut, beende ich hier den Part, weil es kommt bestimmt jetzt eine Menge bis zum nächsten Speicher, denke ich mal. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part bei Dead Space. Bis dann.